Ich habe hier ein Dreieck und ich behaupte, wenn ich den Punkt hin und her ziehe, dann bleibt die Fläche von dem Dreieck immer gleich. Und das nennen wir das Prinzip der Scherung. Also egal, was mit diesem Dreieck passiert, ich habe immer die gleiche Fläche. Und das gilt deswegen, ich habe hier zwei, so ein bisschen malen. So, funktioniert. Also ich habe hier die Grundlinie. Und hier die Höhe, das sind zwei parallele Geraden. Das heißt, egal welches Dreieck ich hier so einzeichne, ich habe immer die gleiche Höhe, ich habe immer die gleiche, ja, ist immer die gleiche Höhe, die gleiche Grundlinie. Es gilt ja immer, a ist 1/2 gh. Ja, und deswegen ist es immer die gleiche Fläche. Hier könnte ich noch ein bisschen das Dreieck anmalen. Wunderbar, schön.